Diesmal besuchen wir unseren MOBA-Freund Bernies Modellbahn. Wir sehen uns den Automatikbetrieb seiner Anlage an mit einem Feuerwerk an tollem Rollmaterial. Danach die von uns mitgebrachten Zuggarnituren mit Schätzen wie der Euro Dual. Impressionen der Anlage, gezeigt wird, was Bernie seit unserem letzten Besuch neu gebaut hat. Und zu guter Letzt kommen dann noch ein paar kleine Outtakes. Servus und grüß euch zu einem Video der MOBA-Manufaktur. Wenn man das wirklich echt signalisieren muss, dann ist es immer nicht da, da das Signal herstellen. Ja? Das ist der Herr mit, die ersten zwei Stunden unseres Besuchs lässt Bernie einfach mal die Automatik der Anlage laufen. Es ist immer wieder faszinierend, wie sich so ganz von selbst tolle Zugbegegnungen ergeben und sehr viel Abwechslung auf der Anlage ist. Wer Bernies YouTube-Kanal verfolgt, der weiß, dass er nur das Feinste vom Feinen an Rollmaterial hat. Dies wird uns die nächsten Minuten begeistern. Wenn du mal was anschauen sollst, Wartezeiten, ja. Ewig und recht, ja. Ja, ja. Beim Professor hat er die Möglichkeit, da kannst du das Signal gut ausmachen. Ja, den haben wir da zwischen Backen, ja, dann haben wir jetzt da. Sag ich es bloß. Ja, so. Dann kann ich auch da hinkriegen. Auch wir haben Rollmaterial mitgebracht. Ganze 5 Zuggarnituren haben wir frisch aufgegleist und über die Anlage gejagt. Mit dabei sind solche Schätze wie die Euro Dual von Südexpress, ein LKW Walter Ganzzug gezogen von einer Locomotion Vectron und noch einiges mehr. Aber bitte seht einfach selbst. Thank you.
richtig aus. Das war es gut. Achso, warte, jetzt kann ich da auch noch ein bisschen. Ja? Die Impressionen zeigen gleich als erstes die neue S-Bahn-Haltestation mit dem Namen Melchergründe. Wow, gefällt mir richtig gut. Sehr detailverliebt und viel Eigenbau. Auch die Siedlung, die zum Teil gemeinsam mit Michi gebaut wurde, beeindruckt. Der Platz in diesem Anlagenbereich wurde toll ausgenutzt. Die Badnerbahn windet sich schön durch und auch hier wieder sehr viele Details. Egal wohin das Auge schweift. Einfach toll, Bernie.
Halt, der Rocco Wagen, Rocco Weichen entgleist. Warum? Weiß keine Sau. Hm. Schon, oder? Ja, aber manchmal ist es so. Das ist witzig, gell? Das sind die Wagerl. Es gehört aber auch dazu, weißt, dass ich zu 98% fahren so wie es sollen und die 2% haut es das aus. Zu den Outtakes gibt es nicht viel zu sagen. Entgleisungen, schreckliche Kameraaufnahmen, was halt so dazugehört. Bernie, ich danke dir vielmals für den tollen Fahrtag unter Moba-Freunden. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video und ich freue mich sehr auf eure Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, die Moba-Manufaktur.